Machst du Kaffee? Ja, ich mach schon Kaffee, ja. Ach super, dann. Das Wasser ist gleich heiß. Ah, wo sind die Eier? Weißt du das? Die stehen da schon, die habe ich schon rausgerichtet. Ah, supi. Nils und Silke Winskowski sind zum ersten Mal im Backhäusle. Sie haben es inzwischen raus, wie der Holzofen funktioniert. Ja? Hallo? Ja, Karin, komm rein. Guten Morgen. Du, ich habe da frisches Brot, gerade schon vom Peter geholt. Genieße es. Und ja, wir sehen uns bestimmt noch im Garten. Ja, dann wir fühlen uns total wohl. Danke. Bis nachher. Ja, ciao. Gastgeberin Karin H. ist stolz auf ihr besonderes Feriendomizil. Also das Backhäusle, das haben wir tatsächlich erbaut vor vielleicht 15 oder 20 Jahren, aber mit ganz, ganz alten Materialien. Und dann haben wir vor 10 Jahren mit Eselwanderungen angefangen. Und die Gäste, die da bei den Eselwanderungen waren, die haben immer gesagt, boah, was ist denn das für ein cooles Häusle, dürfen wir das mal angucken? Und da würden wir ja gern wohnen. Und dann kam irgendwann die Idee, ja, wieso eigentlich nicht? Seit 5 Jahren vermieten sie ihr Backhäusle bei Freudenstadt im Nordschwarzwald. Das ist eine Erlebnisübernachtung für 2 Personen. Das ist ein bisschen unsere Vision vom Ganzen, dass Paare hier Zeit auch für sich haben. Das ist ja auch, glaube ich, der Sinn und Zweck, wenn man sich für diese Art des Wohnens entscheidet, dass man eben Zeit mitbringt und dass man sagt, ich stelle jetzt in 3 Minuten habe ich meinen Kaffee auf dem Tisch, einmal Knöpfchen gedrückt. Natürlich, ohne Strom wird es gar nicht gehen. Ne? Also da sind wir schon dankbar, dass es doch nicht so ganz back to the roots ist. Der Alltag aber ist weit weg. Die Ruhe einzigartig. Was man hört, sind ab und zu die Ziegen, dann hört man mal wieder die Esel oder die Schweine, wenn sie rumhüpfen. Man ist hier eigentlich in einer anderen Zeit oder in einer anderen Welt, hat man manchmal das Gefühl. Geschlafen wird oben, unterm Dach. Da wird's kuschelig warm vom Ofen unten. Da haben wir halt 2 Betten und die kann man auch zusammenschieben. Also da muss man nicht getrennt schlafen, außer man möchte das. Wenn man natürlich aufs Toilette dann muss, dann muss halt nachts dann die Treppe runterlaufen und dann ins Häusle rein. Mit Spülklo, also nicht Blumsklo wie früher, da haben wir gesagt, da machen wir ein bisschen moderner. Aber das wissen die Leute, dass sie keinen Luxusurlaub buchen. Das steht ja auch schon auf der Homepage, dass das Leben ist wie vor 100 Jahren. Und da war der Luxus einfach noch nicht so. Und wo duscht man hier? Draußen, unter freiem Himmel. Na, das ist doch mal Luxus. Es ist Warmwasser, also man muss nicht frieren beim Duschen, sondern man hat da wirklich auch schönes, warmes Wasser und es ist sehr, sehr angenehm. Und der zweite Luxus, natürlich auch ausgelagert, die Sauna. Hier kann man sich's gemütlich machen, anheizen halt nicht vergessen. Oh, ich freue mich auf die Sauna hier. Oh ja. Okay, ist genau richtig, nach dem Regen. Na dann, ab in die Sauna. Reingucken kann niemand. Nur rausgucken geht. Ins Grüne. Die Ziegen direkt vor der Nase. Diese Ruhe und dieses einfach in der Natur sein. Man kann hier nackig da rumspringen und kein Problem. Die Esel gucken ein bisschen zu. Das hat uns jetzt voll ausgefüllt. Ja. Wir haben echt eine gute Zeit gehabt. Freuen wir uns schon drauf, wenn wir das nächste Mal hier sein dürfen. Ja.